willkommen zum 23. Türchen vom Bier-Adventskalender. Das befindet sich nämlich hier. Da stecken wir wieder mal den Finger rein, reißen die Tür auf, noch zweimal. Wo ist denn die Flasche? Da musst du ja die ganze Hand reinstecken, dass du da was, oh mein Gott, dass du da was findest. Ich glaube, das ist wieder eine fette kurze. Und wir ziehen die mal raus. Ah! Erstmal den Botsch runter, ne? Der halb auseinandergerissen ist. Und was haben wir heute hier? Wir gucken erstmal wieder auf den Deckel. Der sieht auf jeden Fall sehr lieblich aus. Herke Landbier. Braumanufaktur Herke Landbier Naturtrüb. Guckt euch die hässliche Flasche an, klein und dick. Wer will denn sowas nehmen zum Trinken? 5,2% auf jeden Fall. Hat wieder so ein komisches Papieretikett, was so richtig papierig ist und immer zusammen knuspert. Hier sieht man schon, das wälzt sich. Hier hinten ist es schon ein bisschen eingerissen, wahrscheinlich jetzt beim Rausziehen, weil die Flasche eben so dick ist. Ich zeige euch das jetzt aber erst nochmal von meiner Seite, wie das aussieht. Also der Stöpsel gefällt mir eigentlich sehr gut, Herke Landbier. Guck mal, die schöne Umgebung hier, die schöne Landschaft, das schöne Haus. Dann haben wir hier die Rückseite, okay, ist halt klein und dick. Dann haben wir hier vorne das nochmal, Braumanufaktur, Herke Landbier, Naturtrüb. Wo ich finde, weiß ich nicht. Ich finde den Deckel übelst nice, der Deckel gefällt mir richtig gut, aber das Etikett im Ganzen wirkt irgendwie dann nicht mehr so krass, so nice. Das ist mir schon wieder zu viel und zu verloren. Hier ist das schön einfach unten die Landschaft, oben Landbier. Hier steht ja extra noch Natur drüber drunter. Dann ist hier oben noch was drüber. Dann ist es alles links und rechts noch so viel Platz. Hier oben weiß, hier unten da kommt wieder das noch dazu. Also ja, so, wenn ich mir das Etikett so angucke, weiß ich nicht, vielleicht eine 2. Sieht aus wie Bio-Bier auf jeden Fall. Der Stöpfel, der Kronkorken an sich, der ist richtig cool. Versteht bestimmt jetzt keiner, weil das ist ja dasselbe Bild wie hier. Trotzdem, für das Etikett würde ich einfach mal eine 2 geben. Vielleicht ist es auch einfach, weil das Etikett halt so zusammengeschrumpelt und dick ist und auf der Flasche so komisch wirkt und ich durch die Flasche, durch die Flaschenform das nicht so schön empfinde. Ich gebe auf jeden Fall eine 2 fürs Etikett. Gab es denn schon mal? Smandal hat eine 1 bekommen. Smandal Weißbier ist das einzige, was eine 1 bei Etikett bekommen hat. Dann kommen wir als nächstes natürlich wieder zum Schaum und zur Farbe. Dazu klopfen wir das hier wieder auf. Gucken wir, ob der Adi reinkommt. Alter, voll in die Schnauze und jetzt hängt mir der Stöpfel im Knie. Aber es ist nicht übergelaufen, es schäumt nicht über. Und das sieht auf jeden Fall sehr trüb aus. Ich kenne ja nur naturtrübes Radler. Wir schenken das wieder hier ins Bier-Tasting-Glas. Zweimal das Ganze noch, heute und morgen. Dann ist vorbei, dann darf ich nie wieder Bier trinken. Ich mache das ja nur hier zum pädagogischen Zweck, zum experimentellen, lehrreichen, wissenschaftlichen Dasein. Das schenken wir ein, das scheint nicht so extrem zu schäumen, da kann ich es mir wagen, ein bisschen rumzudrehen. Ja, das müsste alles reingehen mit einer kleinen Schaum. Was ist das denn? Jetzt schwimmt da drin auf jeden Fall irgendwas Komisches. Von hier nach unten, jetzt schwimmt es wieder hoch. Das sieht komisch aus. Jetzt zerteilt sich's. Ob das jetzt von der Flasche war oder vom Feuerzeugen, Rest. Oder von sonst wo abgefallen. Sieht auf jeden Fall komisch aus, aber egal. Davon lassen wir uns nicht irritieren. Wir gucken uns trotzdem die Farbe an. Und das hat schon wieder wie die anfänglichen Sachen. Sieht aus wie so eine abgestandene Fanta. Also Bier möchte ich wenigstens schön kräftig, strahlend haben. Ist naturtrüb, okay, aber deswegen muss mir die Farbe ja noch nicht gefallen. Der Schaum ist auch jetzt schon weg. Ist für mich jetzt nicht so prickelnd. Unter dem Durchschnitt würde ich sogar sagen. Was ist das? Jetzt hat das hier oben in dem Schaum irgendwie so eine orange Note drin, eine kleine orange Insel, als würde sich da irgendwas absetzen. Kriegt von mir auf jeden Fall auch nur eine 2 Farbe. Wir kommen aber noch zum Geruch. Diesmal kann ich keinen Schaum durch die Nase saugen, weil ja gar kein Schaum drin ist. Hm.
Geruch, also da gebe ich ja einfach mal komplett 5 Punkte. Also das hätte ich jetzt nicht damit hätte ich nicht gerechnet. So komisch es aussieht, auch vom Etikett und der Farbe, so gut riecht es aber. Es riecht wirklich richtig gut, richtig herrlich. Süßlicher Geschmack, ein würziger Geschmack gleichzeitig, aber auf jeden Fall sehr angenehm in der Nase. Wenn das jetzt so schmeckt, wie es riecht, dann habe ich dem die ganze Zeit Unrecht getan. Wir sind aber gespannt, irgendwas löst sich immer noch auf. Als hätte mir jemand da irgendeine Tablette reingeschmissen gerade und ich werde gleich vergiftet. Wir sind gespannt, wir probieren. Prost auf jeden Fall, das Herke Landbier Naturtrüb. Ja, okay, nee, der Geruch ist okay, aber der Geschmack dann doch nicht wieder. Ist wieder so was Besonderes, was wir jetzt schon öfters hatten, auch im Kalender. Gibt sicherlich Leute, die schwärmen dafür und bechern sich das kübelweise rein, aber so guter Geruch und dann so ein komischer Geschmack. Ist wieder im ersten Moment sehr wässrig, das schmeckt ja eigentlich überhaupt nicht, dass ihr Bier trinkt, würde ich mal dazu sagen. Oh, wir nehmen doch mal einen Schluck. Moment, merkt ihr relativ wenig, ist es sehr wässrig, da fehlt irgendwo was und dann, wenn ihr absetzt, kommt so eine richtig bittere Note hinterher, so, keine Ahnung, auf jeden Fall, für mich ist es nichts, für mich sehr unangenehm, mag ich nicht, da hatte ich deutlich andere Sachen dabei, die mir richtig gut gefallen haben. Wir haben schon ein Punkte verteilt, sagt man das? Eins Punkte verteilt, ein Punkte. Wir haben, wir geben dafür jetzt mal 2 Punkte, denn ich glaube, es gab schon mal was Schlechteres. Das riecht ja wenigstens gut, da ist der Ekel nicht ganz so groß. Also, es gab was Schlechteres, es gab aber auch was Besseres. Trotzdem würde ich es nicht im Durchschnitt sehen. Trotzdem nur 2 Punkte von meiner Seite aus hier. 19, sind 11 Punkte insgesamt. Ich schreibe mal auch mal hin. Mit 11 Punkten ist es auf. Irgendwas hat 10. Da ist nochmal 10. Wir haben 3x 10 Punkte dabei. Das hat 11. Ist also nicht das Schlechteste. Ist das vierte von hinten. Trotzdem kann es eigentlich nur durch den Geruch punkten. Der Rest ist halt, wie gesagt, Geschmackssache. Geschmäcker sind unterschiedlich. Farbbetrachtungen sind auch unterschiedlich. Etikett-Designs sind unterschiedlich. Jeder findet was anderes schön. Für mich hat es eben nicht ganz gereicht, ins Mittelfeld zu ziehen. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir gönnen uns den Rest. Wir sehen uns dann morgen am 24. Morgen möchte ich dann richtig fettes Weihnachtsbier drin haben. Morgen weihnachtliche Sendung. Das sage ich jetzt schon mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.